Geil! Dreier. Den kann man geil, der Loch. Servus, Moritz da. Ich starte eine neue Serie und ich möchte euch einfach erklären, auf Rideouts mit Kollegen oder wie ich neue Tricks lernen mitnehmen. Und ja, dafür ist die Serie da. Heute bin ich nach der Schule draufgekommen. Ich mache einfach ein paar Tricks. Ihr seid der Kicker da und Strybike habe ich auch dabei. Und ich schaue einfach mal, was geht. Viel Spaß. Ich mache jetzt mal die erste Anfahrt und schau mal, ob es vom Speed her reicht. Ich hab den von Louis Freitag, den Frontflip über den Lenker probiert. Köpfe! Der ist richtig geil! Jetzt habe ich spontan den Frontflip über den Lenker probiert. Und geht einfach brutal gut. Was aber auch richtig gut geht im Schnee, ein Handlebar Ride. Und das probiere ich jetzt mal. Ich habe es jetzt kaum stabilisiert. Ja, schauen wir mal, ob es mir jetzt gleich anfetzt. Weil natürlich umso mehr stabilisiert, umso einfacher ist es. Inzwischen. So, jetzt wird es leider schon dunkel. Also es ist schon fast dunkel, aber ich will den jetzt trotzdem noch stehen. Ich hoffe, man sieht es dann halt im Video. Oh. Oh. Ja, der Gott. Kannst du den Trick nochmal zeigen? Ja. Los jetzt, will ich nochmal sehen. Applaus, Applaus! Auf diesen späten Abend! Nicht schlecht! Danke! Sehr schön! Hast du das gefilmt? Ja! Schön! 12 Sekunden später. Ja! Geil! Nice! Ja! Ja, das war jetzt mein erster Frontflip über den Lenker oder, keine Ahnung, Purzelbaum über den Lenker. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir sehen uns morgen beim 360. Gut, dass ich von dem überhaupt nicht geredet habe, aber ja, jetzt kommt es trotzdem. So, jetzt ist der nächste Tag und ich bin da beim Pump Track, den ich angesprochen habe. Ich fahre jetzt ein bisschen ein und dann würde ich da das Flyout da. Da möchte ich einen Dreier ausprobieren. So, ich tasche mir jetzt mal einen 360 an. Am Anfang wird man noch einen großen Unterschied zum 180 sehen. Aber ja. So, jetzt mal von einer anderen Perspektive. Der ist ein Scheiß. Der hat sich richtig geil angefühlt. Boah. Ja, der wird jetzt. Nochmal eine andere Perspektive. Der war wieder richtig geil. Der war so hoch.
der wird es auf Ansage. Doch nicht. Jetzt, wo ich so richtige YouTube-Videos mache, oder? Muss ich ja auch mit meinen Zuschauern kommunizieren. Können die einen 360 aus dem Flyout? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es wird. Wow, da ist was locker. Oh, alles locker. So, alles wieder fest. Ja, es sind jetzt irgendwie so 270er. Aber ich glaube, es geht noch mehr. Sicher nicht allzu viel andere. Also, ja, stopp. Was ich sagen wollte, ich bin jetzt schon ewig da und habe sau viele Versuche. Also, ihr werdet sicher nicht alle verlernen sehen. Sechseinhalb Stunden später. Den kann man geil da noch. Geil, der. Also, fertig. So, geil. Also, der Dreier, ich bin ziemlich zufrieden mit dem, weil, so wie ich angefangen habe, habe ich gerade mal 180s gemacht am Anfang. Und für das bin ich jetzt echt zufrieden mit dem. Geil. Das waren ja jetzt zwei Solo-Sessions, aber wenn ihr mal sehr wendet, wie mit Kollegen von mir Trial fahren gang, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und ja, if you want more, see you next time. Und like und abo nicht vergessen. Was ich noch vergessen habe, Verbesserungsvorschläge für das nächste Video sind natürlich auch gerne in den Kommentaren gesehen. Ciao!